Es ist schon... Ja, geh mal schlafen. Das Ende eines Traums. Ich habe ein verdammt schlechtes Gefühl. Die Ruhe auf dem Hof ist nicht normal. Seit Tagen lässt uns der Bürgermeister schalten und walten, so als ob Marie nie verschwunden wäre. Das kann doch nicht von Dauer sein. Kann es auch nicht. Emma, beeil dich. Komm so schnell wie möglich zum Gestüt. Was ist geschehen? Der Bürgermeister, er ist hier. Seinem Gesicht nach zu urteilen, will er uns keine Blumen schenken. Oh nein, das ist nicht wahr. Okay, ich komme. Als ob er euch jemals Blumen schenken wollte. Dann nehme ich jetzt Domino, um zum Gestüt zu reiten. Weil mit ihm werde ich ja dann auch am Turnier teilnehmen. Los geht's. Achso, ich muss gar nichts machen. Hey, hast du das Fenster etwa immer noch nicht repariert? Nein, aber das wird uns noch nützen. Wart's ab. Was will er diesmal? Psst, sei still und hör zu. Diesmal ist das Ergebnis der Untersuchung hochoffiziell. Ihre Marie ist verwaltungstechnisch betrachtet tot. Somit steht das Vorkaufsrecht im Gemeinderat zu und Sie können nichts dagegen unternehmen. Wie viel Zeit bleibt uns bis zum Verkauf? Ach, grob geschätzt noch ein paar Tage. Diese Angelegenheit zieht sich schon zu lange hin. Sie übergeben mir die Schlüssel am Tag Ihrer Abreise. Aber warum lassen Sie uns denn hier nicht weiter arbeiten? Der Hof könnte Ihnen gehören und wir würden ihn erfolgreich führen. Ach, an gutem Willen mangelt es Ihnen nicht. Das gefällt mir. Aber sehen Sie, ich habe Großes mit diesem so Ort vor. So unheimlich. Projekte von gewaltigen Ausmaßen. Eine armselige Pferdezucht kann unserer Gemeinde nicht den nötigen Glanz verleihen. Aber die Kinder aus der Gegend kommen gerne her. Und außerdem haben wir Wettkämpfe gewonnen. Arme Kleine. Ich. Das sind doch nur Peanuts im Vergleich zu meinem Projekt. Was für ein Projekt? Sobald ich den Hof in Besitz genommen habe, verpachte ich den Grund an einen reichen Unternehmer, der hier eine große Anlage errichten will. Denken Sie nur an den Glanz, der dadurch auf die Gemeinde abstrahlt. Das Dorf wird wachsen und neue Familie nach Beleu locken. Ich denke eher an das Geld, das Sie dafür erhalten. Ihre Anschuldigungen beeindrucken mich wenig, meine liebe Flora. Sie hatten Ihren Spaß hier. Jetzt wird es Zeit, die Koffer zu packen. Nicht, solange der Verkauf nicht offiziell ist. Nun gut. Aber das wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich rate Ihnen, in diesem Saustall schon mal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Das erspart mir Zeit. Verschwinden Sie, hauen Sie ab! Ich kann Ihre Überheblichkeit und Arroganz nicht mehr ertragen. Regen Sie sich ab. Sie müssen sie nicht mehr lange ertragen. Bis bald, gnädige Frau. Tschüss. Ich finde das so bescheuert. Sie dürfen keine Anzeige erheben, weil sie keine Verwandte ist. Sie kommen wegen der ganzen Sache nicht mehr ans Konto ran, können also nichts bezahlen. Also, weil Marie weg ist, können sie nicht ans Konto, können nichts bezahlen. Und deswegen wird das jetzt einfach verkauft, weil Marie verwaltungstechnisch gesehen tot ist. Wenn ihr sie verwaltungstechnisch als tot beziffern dürft, warum dürft ihr dann nicht nach ihr suchen, um auch wenigstens eine Leiche oder so zu haben? Nein.
Bürokratie ist was Tolles. Raphael, was sollen wir jetzt machen? Offen gestanden, ich weiß es nicht. Wir sitzen in der Tinte. Dann ist also alles verloren? Das Gestüt wird zum Bauland erklärt? Was wird da nur aus den Pferden? Die Gesunden werden verkauft. Schlimmer wird's für jene, die hier ihr Gnadenbrot bekommen. Die sind unverkäuflich. Verstehst du, was ich meine? Lasagne. Mal nicht den Teufel an die Wand, Raphael. Wir müssen etwas unternehmen. Fassen wir erst einmal zusammen, was wir bisher herausgefunden haben. Vielleicht bringt uns das hier auf neue Ideen. Haben wir Maries Tagebuch? Ja. Haben wir Maries Tresor? Ja. Und? Konnten wir ihn öffnen? Ja. In Maries Tresor haben wir ein Stofftier gefunden. Haben aber keine Ahnung, wozu es gut ist. Es soll uns bestimmt auf eine Spur führen. Aber auf welche nur? Dieser Hinweis richtet sich an den geheimnisvollen Erben. Nur er wird die Anspielung verstehen. Leider haben wir den Hinweis gefunden, nicht er. Hey. Was können wir also tun? Abwarten. Tja, das Geheimnis des Stofftiers lüften zum Kuckuck. Okay, hast du eine Idee? Flyer aufhängen. Kennen Sie dieses Plüschtier? Nein, aber wir sollten darüber nachdenken. Okay, fangen wir gleich damit an. Sonntag geht's erst weiter. Warum geht's jetzt die ganze Zeit immer an Turniertagen weiter? Das macht mich ein bisschen wirr im Kopf. Okay, ach Gott, Diablos, von der Konstitution richtig schlecht geworden. Morgen kannst du wieder auf die Weide, morgen kannst du dich ein bisschen erholen. Hat mich ja, glaube ich, bei Black Mirror schon so ein bisschen genervt, dass ich einfach nicht durchschauen konnte, ob man eine Vermisstenaufzeige aufgeben darf, wenn man halt ein Hotel ist und der Gast nicht auscheckt und halt auch nicht mehr kommt. Ich würde eigentlich sagen, man müsste dann schon, also irgendwie muss man ja reagieren, weil wenn die Person nicht auscheckt, hast du ja dann letztendlich auch einen Schaden, weil du das Geld nicht bekommst. Weil das ist halt die Sache. Gibst du dann eine Vermisstenanzeige auf oder musst du dann halt aufgeben, ja, ich krieg hier und hier noch Geld und dann müssen sie ja nach der Person suchen. Mir manchmal alles zu viel. Und normalerweise würde ich sagen, ja, zum Glück sind da ja immer die Profis dran, aber ja, das kann ich leider nicht sagen, weil ich guck mir mal nur unsere Verwaltung an, ja, hier in Cottbus. Die haben an den meisten Tagen der Woche nur bis 12 offen. Bis 12. Die meisten Tage finde ich total bescheuert, weil wenn du einen Arbeitstag hast, wann sollst du dann da hingehen? Dann Termine per Mail bearbeiten ist nicht mehr möglich seit Corona. Und ich mir denke, was hat denn das damit zu tun? Und Corona ist ja jetzt auch vorbei. Du kannst online Termine machen. Das ist schon mal was Gutes. Aber gerade für die Älteren vielleicht ist das kacke. Du kannst nicht anrufen. Also du kannst schon anrufen, aber es wird keiner rangehen. Das garantiere ich schon mal. Und mein Opa ist zum Beispiel mal, als die einen neuen Ausweis brauchten, ist der persönlich vorbeigegangen, weil er halt gerade in der Gegend war. Der wurde weggeschickt von den Leuten am Empfang, weil persönlich machen sie keine Termine. Und dann war natürlich die Frage, ja, warum machen sie keine persönlichen Termine? Ist doch bescheuert. Ich meine, mein Opa war da und am Empfang standen ja auch Leute. Und dann war stand natürlich auch die Frage im Raum, ja, warum stehen sie dann überhaupt hier, wenn sie ja keine Termine vergeben? Und für Richtungsweisung und checken, dass du auch wirklich den Termin da und da hast, sind ja die Wachleute am Eingang verantwortlich. Und die Kackenfrech haben die wirklich geantwortet, na, wir sind hier, um Leuten wie ihnen zu sagen, wie sie Termine machen können. Ich dachte, dafür kriegt ihr Geld? Ihr kriegt Geld dafür, dass ihr am Empfang steht und die Leute wegschickt? Dann steht da doch erst gar nicht. Nee. Ja. Springen. Domino mit Level 3. Ach, ich lasse es dieses Mal noch so.
überlege, auf die hier zu gehen. Hm, komm, wir bleiben. Was haben wir noch so für Decken gehabt? Nehmen wir mal die grüne. Ich nehme mal die grüne. Sieht auch hübsch aus. Was? Ich komme da nicht fehlerfrei rüber. Fuck off. Hä, das war doch grün. Oh, das könnte jetzt echt schlecht werden. Ja, das war echt schlecht. Hätte ich das eine nicht gerissen, hätte ich es noch auf 26 geschafft. Verdammt. Ich muss mal ganz kurz was ausprobieren. Das ist jetzt zwar richtig feige, aber ich will mal gucken, weil ich, wenn ich das eigentlich gerissen hätte, wäre ich wenigstens... Ja, okay. Emma, was ist der Be- oh. Jetzt stand da übrigens, es geht Samstag weiter. Hä? Ach, die Pflege hat's gespeichert oder wie oder was? Mach mal eine Schnellspeicherung. Ja, ich muss nicht pflegen. Bescheuert. Heute kein... Warum ist denn jetzt plötzlich Dienstag? Hä? Es war doch Mittwoch. Oh Leute, jetzt bin ich komplett irritiert. Raff gar nichts mehr. Dann versuche ich doch einfach jetzt nochmal, ob es vielleicht doch klappt, Niagara ein Level hochzuholen. Thank you.
Doch, doch, es zählt noch. Ach, das ist schön. Ich zähle jetzt mal. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal 2, 3, 4. 4 mal 7, 28. 29, 30, 31, 32, 33. Wie viel sind 80% von 33? Wie viele haben wir denn? Wir haben 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3. Also 3 oder 4 Aufgaben muss ich auf jeden Fall noch schaffen. Was mache ich heute den ganzen Tag? Legen kann ich nicht. Oder soll ich nicht aus irgendwelchen Gründen? Dann trainiere ich jetzt mit Domino noch ein bisschen springen. Einfach so. Na. Weil irgendwie vor 20 Uhr oder so kann ich ja eh nicht schlafen gehen, aus irgendwelchen Gründen. Verstehst du das, Minamitsch? Nein, verstehst du nicht, nicht wahr? So. Zurück.
Was ist los, Minami? Bist du süß? Fällt mir ein, Samstag ist ja der Wettkampftag, gar nicht Sonntag. Oh. Ich verdrehe immer alles. Ja, geh schlafen. So, weil ich heute 2 Pferde pflegen muss, mache ich keine Schnellreise, weil das dauert dann zu lange. Dann mache ich vor dem Wettkampf nochmal eine Schnellspeicherung und hoffe, dass das funktioniert. Ich muss einfach nur unter die besten 3 kommen. Ich muss nicht Erste werden, denke ich mal. Gerade das Pferd, mit dem wir heute teilnehmen, das pflegen wir. Kann ich noch nicht, weil es noch nicht um 8. Warum ich auch immer erst um 8 putzen kann, das macht keinen Sinn. Thank you.
Da, verdammt, falscher Huf. Naja. Ist ja auch schlimm. Dann machen wir den zuerst. Mine? Alles gut. Ja, es ist, du magst die Wärme nicht, ich weiß. Keine Lust, das jetzt allzu gründlich zu machen. Schnell speichern. Na, ich lasse das jetzt so. So, keine Verweigerung und versuchen wirklich alle, die ich hinkriegen kann, auch hinzukriegen. Ganz kurz dachte ich, bin im roten Bereich. Eine Verweigerung, das war ein anderes Hindernis, oh Mann. Ja, so wird das auch wieder nicht. Ach, das war jetzt sogar Platz 2. Trotzdem Mist gerade. Na gut. Werde ich mich nicht drüber beschweren. Wie, das zählt nicht als Sieg? Zweiter Platz? Ja gut, dann... kann ich die Aufgabe halt so noch nicht machen.
Weil ich komme ja über die roten Hindernisse noch nicht fehlerfrei drüber. So kann ich ja auch Platz 1 nicht kriegen. Ach, den Tag heute machen wir noch, Leute. Dann trainiere ich mit dir noch ein bisschen springen. Ich trainiere heute mit Pongo. Warum geht's ihm jetzt wieder schlecht? Versteh das meine oder schlechter. Was ich trainiere heute kurz mit Pongo. Hol die Pferde dann wieder rein. Dann zum Zuchtzentrum und dann zum Markt. Dann lasse ich das mit den Leuten quasseln heute doch nochmal aus. So. Ja, bleib auf der Weide, erhol dich mal ein bisschen. Lass ihn jetzt noch mal raus. Mach alles fertig, dann gehe ich mir noch mal den Wetterbericht angucken. Und sollte ich das Glück haben, dass morgen wieder Wetter ist, dass die Pferde raus können, dann hole ich sie direkt wieder rein, dann mache ich das morgen. Jetzt würfelt mir jetzt hier wieder komplett meine Pläne durcheinander. Thank you.
Also meine Hoffnung, das hier mit den Nebenaufgaben zu schaffen, ist gerade komplett in den Keller gesunken. Ich hoffe, dass 26 Aufgaben reichen, weil dann würde es halt reichen, wenn eins der Fohlen erwachsen wird, ich alle Punkte auf der Karte freischalte und dann halt am Samstag das Dressurturnier gewinne. Ja, okay, morgen kann ich die Pferde auch nochmal rauslassen. Redest du vielleicht jetzt mit mir? Hallo, Flora. Hast du gerade Zeit, ach so, jetzt um mir die redet sie mit mir. Zu erzählen? Sicher. Es wird mich auf andere Gedanken bringen, über Liebe und Freundschaft zu sprechen. Ich bin ganz Ohr. An der Akademie waren wir zu fünft. Alles mehr oder weniger begabte Reiter. Wir waren aber aus unterschiedlichen Gründen dort. Und das hatte mit dem jeweiligen Werdegang zu tun. Einige Schüler widmeten sich vornehmlich der Ausbildung der Pferde. Zu ihnen gehörte auch Miguel. Hat er dich verführt? War es lieber auf den ersten Blick? Na, für ihn schon, glaube ich. So einfach kann man das nicht sagen. Es war eher ein langsames Aneinander-Herantasten. Unsere Charaktere waren sehr unterschiedlich und mussten sich erst aneinander gewöhnen. Wir ergänzten uns gewissermaßen und das ist vielleicht der Grund, weshalb wir noch zusammen sind. Es stimmt, ihr seid ganz unterschiedlich. Er ist so ruhig und bedacht. Ich kann auch ruhig und bedacht sein. Aber eigentlich hast du recht. Deshalb hat es bei mir Klick gemacht. Ich liebe seine entspannte Sichtweise. Er beobachtet und analysiert die Dinge so lange, bis er sich eine Meinung bilden kann. Genauso liebe ich seine Sanftmut und Poesie. In der Liebe wie im täglichen Leben. Er ist gewissermaßen mein Spiegelbild. Deine Worte zeigen jedenfalls, dass du ihn liebst. Ich habe noch nicht von seinem Erfahrungsschatz im Umgang mit Pferden gesprochen. Wir waren füreinander geschaffen und das Schicksal hat uns geholfen, zusammenzufinden. Ja. Du hast doch Freundschaft. Kann mir noch Äste bauen. Ich nehme an, du meinst Carol. Genau. Carol war meine beste Freundin an der Akademie. Sie hat immer zu mir gehalten, auch bei den Niederlagen. Selbst in den schlimmsten Momenten war sie da und hat mir Mut zugesprochen. Ich mag ihre einfache Art, die Dinge zu betrachten. Ihre Liebe zu Pferden bringt es mit sich, dass sie in dieser Hinsicht nur so vor Ideen sprüht. Deswegen haben Miguel und ich ihr vorgeschlagen, mitzukommen. Verstehe. Ein echtes Team. Ich bin wirklich stolz, dazu zu gehören. Das muss das Vertrauen sein, von dem du gesprochen hast. Vielen Dank, Flora. War das dann schon Floras Geschichte? So, sorry, ihr zwei. Ihr kommt ja wohl. Seine Konstitution ist voll. Ich reite direkt zum Markt. Es macht jetzt keinen Sinn mehr zum Zuchtzentrum. Sicherheitshalber reite ich. Na komm, Domino.
Beispiel alle Figuren sammeln wäre auch eine Nebenaufgabe. Die ist auch noch nicht freigeschaltet, obwohl ich ja schon Figuren gesammelt habe. Es fehlen, glaube ich, nur noch 3. Die sind alle im verbotenen Dorf. Da komme ich erst im Lauf der Geschichte hin. Ich guck noch mal, ob hier jemand zum Quatschen ist. Ein bisschen Zeit habe ich ja noch. Chantal! Mit dir habe ich lang nicht mehr geredet. Hallo Chantal. Was Neues von den Außerirdischen? Nee, noch nicht. Also langsam wird's Zeit, finde ich. Die haben gesagt, dass die mit dem Casting ratzfatz machen. Aber wer weiß, was das bei den Außerirdischen bedeutet, wohl? Haben die Außerirdischen denn gesagt, warum sie dich ausgewählt haben? Na Logo! Singen haben die mich gehört über ihren Wellen... Mist, ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Jedenfalls hat ihr Moderator viel Spaß gehabt. Das ist wohl so eine Art Talentsucher bei denen. Moderator. Jedenfalls glauben die, dass ich in Paris Erfolg habe. Übrigens haben die mir einen Text zum Üben dagelassen. Wenn du willst, kann ich mal vorsingen. Okay, ich lausche. Vielleicht hören sie dich ja und kommen zurück. Ah! Oh Gott! Du bist mein Sonnenschein, mein grüner Edelstein. Hallo, grün. Wow. Bravo, Chantal. Super. Und, danke für die Darbietung. Ach, komm. Ich merke, dass du meine Stimme nicht magst. Aber ich kann auch schauspielern, woll? Hör zu. Buh, buh. Das kleine Kätzchen ist tot. Danke, Chantal. Aber hör bitte auf. Aha. Das gefällt dir wohl auch nicht. Nö. Weißt du, Chantal... Ich glaube, du musst noch ein bisschen an dir arbeiten, wenn du in Paris Erfolg haben willst. Und außerdem haben dich die Außerirdischen ja immer noch nicht abgeholt. Du glaubst, die haben mich hängen lassen? Ja. Da haben die gesagt, der Produzent hätte sich freuen, dass sie mich casten können wohl. Allotrof Money to Make, hat der wohl gesagt. So nennen die das wohl. Das heißt doch, dass ich ein Star werde, oder? A lot of money to make. Mensch. Vielleicht, Chantal. Vielleicht. Ich glaube aber, du solltest dir selbst einen Gefallen tun und nicht zu sehr von Außerirdischen träumen. Aber ich träume doch so gerne. Das vertreibt die Zeit. Dann hör nicht auf damit. Schaden kann es ja eigentlich nicht. Na. Bin ich mir ja nicht so sicher. Lebst ja auch noch, Kumpel. Ich gehe mal zum zweiten Stand. Ach, das waren die Turnierklamotten. Okay. Dann kaufen wir jetzt mal ordentlich Sachen fürs Turnier. Die rote nehme ich noch mit. Es ist schon sehr spät. Ja, geh schlafen. Gut, Leute. Dann mache ich hier auch wieder einen Cut. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Abenteuer vom Reiterhof Teil 6. Tschüss.